Ja, wir hatten eben das Thema How-to PGP und da würde ich erstmal sagen, was PGP eigentlich ist. Und zwar PGP ist eine ziemlich sichere Verschlüsselungsmethode, die zum Beispiel benutzt werden kann, um E-Mails zu verschlüsseln und somit sich gegen Überwachung einsetzt. Es hat ja jeder gehört von dem NSA-Skandal und das Problem ist, E-Mails sind heutzutage immer noch größtenteils unverschlüsselt. Und wir wollen jetzt wir wollen versuchen, unsere E-Mails zu verschlüsseln. Das Problem ist aber, dass die Einrichtung von PGP ziemlich aufwendig ist und umständlich und nicht so ganz einfach zu installieren. Und deshalb gibt es nicht so viele Freunde von uns, die das benutzen. Zum Beispiel muss man beim Einrichten Verschlüsselungskeys mit den anderen Teilnehmern austauschen. Man muss Plugins in das E-Mail-Programm integrieren. Und das Ganze schreckt vor allem Nutzer, die sich mit Technik nicht so gut auskennen, eben ziemlich ab. Deshalb haben wir uns überlegt, wir erstellen eine individuelle Anleitung, die sich exakt an den Nutzer anpasst, die für jeden Nutzer persönlich dynamisch generiert wird und somit eine genaue Anleitung exakt für diese Person zusammengeschnitten darstellt. Wir haben uns dabei für eine Internetseite entschieden, weil das plattformunabhängig ist. So, jetzt sehe ich nur den Cursor nicht da. So sieht es aus. Und hier können wir gleich anfangen. Um das Ganze an den Nutzer anzupassen, brauchen wir erstmal eine Umfrage im Prinzip, ein paar Fragen. Genau, dann fülle ich hier mal was aus. Momentan haben wir nur das E-Mail-Programm Thunderbird. Das ist natürlich frei, da kann man noch andere Sachen hinzufügen später. Dann haben wir eine Kategorie, welche Schwierigkeitsstufe benutzt werden soll. Und zwar haben wir hier von ich stehe mit Computern auf Kriegsfuß über schnell zum Ziel bis technisches Verständnis jegliche Stufe aufgelistet. Das heißt, je nachdem, was man da auswählt, kriegt man eine unterschiedliche Anleitung präsentiert. So, wenn ich jetzt hier auf Anleitung starten drücke, dann beginnt er zu rechnen und erstellt eine persönliche Anleitung extra für mich. So, das Ganze kann man auch noch auf Englisch umstellen. Das heißt, wir haben die ganze Seite auch nochmal auf Englisch geschrieben und programmiert. Und da muss man sagen, wir haben die ganze Seite selbst gemacht. Wir haben, obwohl unsere Mentoren die ganze Zeit gesagt haben, wir sollten irgendwelche vorgefertigten Systeme benutzen. Wir haben alle etwas über 5000 Zeilen Quellcode komplett selbst geschrieben. Und dann die Seite sogar auch noch an Mobilgeräte angepasst, sodass sie auch auf Handys laufen kann. Wir hoffen, dass wir durch diese Anleitung sichere Kommunikation über E-Mail für jeden Menschen attraktiv und verständlich machen können. Thank you.